traf ihn an einem Tresen, in der Kneipe um die Ecke. Und wir kamen so ins Reden. Ich schnorrte mir eine Zigarette und irgendwie blieb ich dann hängen. Ich war fasziniert wie ein Voyeur und Fred erzählt in voller Länge, was ihn so zerstört. Ja, die Geschichte war sehr traurig. Sie spielten dieses Lied, Freds Geschichte wie sein Soundtrack. Ich wollte weiter, doch ich blieb. Und ich glaube, ich bleib für immer mit Fred in dieser Kneipe. Wir wollen beide nur das eine und weinen dann alleine. Werden gerade Freunde. Er erzählt von Ex-Frau Sandra.